Many cities in Germany have the tradition of the Christmas market. But what does it make it so special in Münster? This would be outlined in our next contribution, in Storyline. Glühwein, Lichter und viel Kitsch. Und der Weihnachtsmarkt hat eine Menge gute Seiten. Nicht nur, dass plötzlich alle Leute fröhlich und nett sind, besonders die Wirtschaft wird angekurbelt. Denn wenn die Deutschen sonst gerne sparen, wird zu Weihnachten doch ganz gerne mal mehr ausgegeben. Die Leute müssen auch was verdienen, die sind höflich, nett, freundlich. Und das passt schon. Und diese Einstellung macht sich bezahlt. Denn das Geschäft um die Heilige Nacht bringt in Deutschland rund 4,85 Milliarden Euro ein. Das sind Einnahmen von Markthändlern, Gastronomie, Hotellerie und Verkehrsunternehmen. Und in Münster? Jeder Tagesgast, und meistens sind es Tagesgäste, gibt ungefähr 38 Euro in Münster aus. Und wenn man überlegt, dass insgesamt 650 Millionen Euro im Jahr von Tagesgästen in der Stadt gelassen wird, dann wird sicherlich die Hälfte davon jetzt in dieser Jahreszeit in Münster gelassen. Und da entstehen natürlich Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich, auf den Weihnachtsmärkten selber. Die sogenannten Sekundäreffekte, die werden, sagen wir mal, sich dann im Diensthandel und Einzelhandel besonders bemerkbar machen. Circa die Hälfte der Besucher kommen nicht aus der Stadt. Und viele davon waren auch dieses Jahr wieder aus dem Ausland. Die Holländer kommen, weil es nicht so weit ist. Aber wieso kommt zum Beispiel jemand aus Australien nach Münster? Es gibt keinen Weihnachtsmarkt in Australien. Für mich hier ist es sehr besonders. Das ist nicht normal. Münster also hatte diesen Dezember auch wieder eine besondere Anziehungskraft. Aber was macht Münster so besonders? Also erstmal die Atmosphäre in der Stadt, die Weihnachtsbeleuchtung, die Weihnachtsmärkte für sich, dass sie separat sind, aber fußläufig ganz toll erreichbar sind. Kulinarisch mag ich besonders einen Eierpunsch und eine Bratwurst bei Köhne. Der Glühwein und die schönen Geschenke und Schmuck auch ist sehr schön. Und die nette Leute sind auch sehr schön. Ja. Und schöne Stimmung hier. Da siehst du Leute, die ganz anders sind aus Holland, England, mit denen hast du zu tun. Weiß ich nicht, sieht schön aus alles und so. Kann man viel Glühwein trinken. Ja, die weihnachtliche Stimmung hier, der Geruch und alles so diese Leute dann, die alle freundlich sind und ja. Zum Beispiel diese Figuren aus dem Erzgebirge, viele, sagen wir mal, selbstgemachte Dinge, Schmuck teilweise, wenn es auch Modeschmuck ist, aber es ist etwas anders hier, auch die Atmosphäre ist anders. Vor allem im Zusammenhang mit dieser alten Stadt und mit den Gebäuden hier. Ja, mein Vater hat hier halt schon seit 28 Jahren Stand. Es macht super viel Spaß, die Sachen hier zu verkaufen. Man lernt viele neue Leute kennen, Kunden kommen auch teilweise aus Holland. Ja, und ansonsten, wenn ich da mal Freizeit habe, gehe ich gerne über den Weihnachtsmarkt selbst, einen schönen Glühwein trinken mit ein paar Leuten. Und der Glühwein hier in Münster und der Eierpunsch sind unübertroffen. Also fassen wir zusammen. Es hat sich wieder mal für alle Beteiligten gelohnt.